Also, das ist jetzt hier wirklich die Premiere. Mein Mann hat es noch nicht gelesen, aber ich lese euch jetzt was vor aus Inselmelodie. Und wir steigen ein, direkt auf Teneriffa. Die Gara fährt, will ja nach Gomera und da kommt man nur hin, wenn man vorher auf Teneriffa landet. Und ich lege jetzt mal los, wir haben ja auch schon schöne Urlaubsaccessoires. Also, am Kofferband im Flughafen von Teneriffa drängeln sich die Passagiere. Mark aus Garas Spanischleistungskurs würde Weißkopfadler-Alarm dazu sagen. Der Sprücheklopfer hätte sogar recht. 80% der Leute sind mindestens 70. Die typische Teneriffa-Kundschaft ist ziemlich alt und grau. Gerade als Gara das denkt, knallt ihr etwas Knallrotes auf die Netzhaut. Eine Frau mit leuchtenden Wuschelhaaren huscht Richtung Kofferband. Sie trägt ein schwarzes Leinenkleid, das fröhliche Falten wirft, und an ihrem linken Handgelenk klappern bunte Holzarmreifen. Gara überlegt, welches Gepäckstück der bunten Frau gehören könnte. Insgeheim setzt sie 100 Euro auf den schmutzig-gelben Backpacker-Rucksack. Bingo, es ist ihrer. Die Frau zerrt an dem Ding und mit einem lauten Klatsch landet es auf den glänzenden Flughafenfliesen. Sie schleift den armen Rucksack ein wenig zur Seite und kniet sich schließlich davor, um ihn irgendwie auf ihren Rücken zu hieven. Es sieht grotesk aus. Dann merkt sie, dass Gara sie beobachtet und lächelt. Ernst schaut Gara wieder auf das Gepäckband. Kein roter Alukoffer in Sicht. »Hi«, sagt die Frau und steht plötzlich schwer atmend neben ihr. »Willst du auch nach Gomera?« Gara nickt und hofft, dass sie es bei dieser Frage belässt. »Früher waren es immer mehr«, sagt die Frau. Und Gara denkt an ihre Oma, die ihre Sätze auch immer mit »früher war« beginnt. »Aber das kannst du, Hühnchen, ja nicht wissen«, erklärt die Frau und lacht. Gara lacht nicht mit. Sie schaut starr auf das Gepäckband und entdeckt endlich ihren Koffer. Sie geht einen Schritt näher zum Band, doch die rote Frau hat das Gespräch noch nicht beendet. Also früher, Gara zehrt an ihrem Koffer und hofft, dass die aufdringliche Person verschwindet. Haben wir uns immer ein Taxi zum Hafen geteilt? Falls du willst, ich stehe am Ausgang. Wenn wir uns treffen, ist es okay, wenn nicht auch, kein Stress. Bloß nicht, denkt Gara, nickt und fummelt so lange an ihrem Adressanhänger herum, bis die unbekannte Nervensäge verschwunden ist. Gara trödelt extra langsam Richtung Ausgang. Vielleicht ist die Frau ja schon weg. Nein, Pech gehabt. Draußen in der Nähe des Taxistandes steht sie. Sie hat ihre Augen geschlossen und cremt sich das Gesicht mit Sonnenmilch ein. Das ist Garas Chance. Sie steigt in das erste Taxi in der Reihe, lässt sich auf den zerschlissenen Lederrücksitz fallen und atmet erleichtert aus. Doch wo steckt der Fahrer? Er sitzt nicht hinter seinem Lenkrad, sondern hockt mit seinen Kollegen auf dessen Taxikühlerhaube. Gara steigt aus und ruft in astreinem Schulspanisch »Hola«. Der Mann erwidert nichts, erhebt sich aber ganz langsam. Er hat sie verstanden. »Hola«, ruft plötzlich eine knarzige Stimme und die dazugehörige Frau kommt angerannt. Red Lady hat sie also auch verstanden. Sie winkt Gara freudig zu. Die versucht ein schiefes Lächeln, dann teilen sich die beiden ein Taxi. Es ist weniger schlimm, als Gara befürchtet hat. Die Frau schweigt die ganze Fahrt und lächelt vor sich hin. Der Taxifahrer schweigt auch. Und im Radio laufen spanische Popsongs. Gut so, denkt Gara. Drei Menschen sind still. Wie angenehm. Nach 20 Minuten ist die Fahrt zu Ende. Die Rothaarige bezahlt, Gara kramt die Hälfte der Summe aus ihrem Bauchportemonnaie und gibt der Frau das Geld. Die nimmt es und reicht ihr eine lilafarbene Visitenkarte. »Hier, das bin ich«, sagt sie. »Liliana, Urschreimalerei. Darunter eine E-Mail-Adresse und eine Mobilfunknummer.« Gara weiß nicht, was sie sagen soll, doch das braucht sie auch nicht. »Die Schnellfähre legt gleich ab«, ruft sie und zeigt auf die Kaimauer. Und dann steigt Gara also ein und setzt sich und ist endlich wieder alleine. Sie versucht, aus den getönten Fensterscheiben zu schauen. Der Motor brummt auf, das Schiff schaukelt los und nimmt Fahrt auf und schaukelt immer weiter. Gara wird schlecht. Es fühlt sich an wie bei einer Magen-Darm-Grippe. Furchtbar. Ruhig atmen, sagt sie sich, immer schön ruhig. Aber ihr Magen hört nicht auf sie und krampft sich weiter zusammen. Gara wird kreidebleich. Sucht den Horizont, beschwört sie sich selbst. Das soll gegen Seekrankheit helfen. Doch die Scheiben sind nicht nur dunkel, sie sind auch dreckig. Kein Horizont in Sicht. Gara atmet hörbar aus, setzt sich aufrecht hin. Es hilft nicht. Ihr Magen fährt Karussell. Sie schließt die Augen. Ihre Hände sind eiskalt. Mit steifen Fingern krallt sie sich an ihrem ledernen Bauchtäschchen fest. Da, wieder eine Welle von der Seite. Das Schiff hebt sich, schwebt in der Luft. Ihr Magen schwebt mit. Sie kneift die Augen zusammen. Dann senkt sich das Schiff wieder und Gara presst ihre kalten Hände gegen die Schläfen. Hätte sie den Brief doch nur nie, nie, nie gelesen. Ein ganzes Jahr lag er da. Auf der Fensterbank zwischen der Blechdose mit den Kullis und Bleistiften und den fettbespritzten Kochbüchern. Dort war immer der Platz für die Zettel. Kleine Mitteilungen, Nachrichten, Gedanken. Hier lag alles, was Mutter und Tochter sich zu sagen hatten oder besser zu schreiben hatten.
Denn das mit dem Miteinanderreden klappte nie so richtig. Kannst du noch Brot einkaufen, Süße, stand zum Beispiel auf einem Blatt, oder kannst du mir verzeihen, wenn sie wieder Streit gehabt hatten? Einmal hatte Gara geschrieben, warum bist du so, wie du bist, Mama? Und sie antwortete, I am what I am. Was für eine blöde Antwort, hatte Gara damals gedacht. Der Brief. Ein Jahr lang lag er dort, ohne dass sie ihn gelesen hatte. Es war ein richtiger Brief mit einem ordentlichen, zugeklebten Umschlag. Zu deinem 18. Geburtstag stand drauf. An ihrem 19. Geburtstag hat sie ihn dann schließlich geöffnet. Meine liebe Gara, herzlichen Glückwunsch zum 18. Du bist jetzt erwachsen, auch wenn ich bis heute nicht weiß, was das eigentlich bedeutet. Doch ich denke, du wirst es herausfinden. Du bist klüger als ich. Es gibt da etwas, das ich dir 18 Jahre lang verschwiegen habe, weil ich es für besser hielt. Doch jetzt ist es an der Zeit. Du hast nie nach ihm gefragt und ich bin dir dankbar dafür, aber du sollst nun wissen, wer dein Vater ist. Er heißt Jürgen Wöhner. Er lebt, soweit ich weiß, auf der Insel La Gomera. Ich möchte, dass du ihn suchst, findest und ihn kennenlernst. Bringe also das Geld, das ich beilege, nicht auf dein Sparbuch, sondern kaufe dir ein Flugticket und reise zu ihm. Alles Liebe zum Geburtstag, deine Mama. PS, er weiß nicht, dass es dich gibt. Peng, Schuss, aus, Herzstillstand, Jürgen. Gara glaubt zuerst, ihre Mutter hätte einen ihrer unlustigen Scherze gemacht, aber auch beim dritten Mal lesen bleibt jeder Buchstabe so, wie er geschrieben ist. Sie hat einen Vater. Er heißt Jürgen Wöhner. Sie soll ihn besuchen. Sie hatte immer geglaubt, ihre flatterhafte Mutter hätte einfach nicht gewusst, wer ihr diese langweilige Strebertochter beschert hat. Und jetzt gibt es ihn. Und er hat sogar einen Namen und eine Adresse. Gara googelt und findet ihn sofort. Casa de Wöhner. Er vermietet Apartments auf La Gomera. Sie starrt auf den Computerbildschirm, auf die Buchstaben, auf seinen Namen, bis die ihre Augen brennen. Sie weiß, dass sie keine Ausreden hat. Das Abitur hat sie in der Tasche und das Medizinstudium, das sie in Münster beginnen will, fängt erst im Oktober an. So bekommt Gara zu ihrem 19. Geburtstag von ihrer Mutter eine Reise geschenkt, die sie nicht haben will.